Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Johannes Sass. Wie eine Schleuse arbeitet. Eine Schleuse ist eine Wasserkammer, die auf jeder Seite durch eine Klapptür verschlossen ist. Kommt ein Schiff von der Seite des höheren Wasserstandes, so lässt man die Schleuse volllaufen, bis sich der Wasserstand ausgeglichen hat. Dann kann man die Schleusentore auf dieser Seite leicht öffnen und das Schiff kann hineinfahren. Auf der anderen Seite steht das Wasser bedeutend niedriger. Die Schleusentore sind aber so eingerichtet, dass der Wasserdruck von innen sie fest zudrückt. Nachdem das Schiff ganz in die Kammer hineingefahren ist, schließt man hinter ihm die Tore und öffnet auf der anderen Seite die Schotten. Das sind Klappen unter Wasser, so dass nun das Wasser aus der gefüllten Schleuse wieder abfließen kann. Das Schiff sinkt mit dem Fallen des Wassers langsam in die Tiefe. Das Abfließen dauert so lange, bis der Wasserstand wieder ausgeglichen ist. Dann werden auf dieser Seite die Tore geöffnet und das Schiff kann unbehindert aus der Schleuse hinausfahren. Beim Durchschleusen in umgekehrter Richtung lässt man nach dem Schließen der Tore das Wasser durch Einströmen von der anderen Seite wieder steigen.